Die Windparks vor deutschen Küsten produzieren fleißig große Mengen Strom. Doch wie kommt die grüne Energie von der Küste in den Süden, dorthin, wo sie gebraucht wird? Indem das Stromnetz in Deutschland ausgebaut wird, unter anderem über die geplante Südlink-Trasse. Sie soll von der Elbmündung 700 Kilometer längs durch die Republik bis nach Bayern und Baden-Württemberg führen. Sollten anfangs noch Strommasten aufgestellt werden, stößt nun auch die stattdessen geplante Verlegung von Erdkabeln auf Widerstand derer, die nahe der neuen Stromautobahn leben werden. Sie demonstrierten heute im thüringischen Lauchröden gegen die Pläne. Auch gut 100 Kilometer südlich im unterfränkischen Berg Rheinfeld könnten bald die Kabel liegen. Und das sorgt dort für Spannungen. Vera Connett. Es ist nicht nur der viel zu trockene April, der diesen beiden Landwirten Sorgen macht, sondern die geplante Stromtrasse Südlink. Die haut uns durch die ganze Flur, eine Schneise durch. Und dann wirst du sehen, dass in dieser ganzen Breite der Weizen vielleicht nur halb so groß ist. Armin Wahler und Norbert Kolb fürchten, der Tiefbau für das Stromkabel wird die Wasserversorgung ihrer Äcker empfindlich stören. Schon jetzt haben die Einwohner vom Berg Rheinfeld einen regelrechten Strommastenwald vor Augen. 150 an der Zahl. Das liegt auch am inzwischen stillgelegten Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, eine Ortschaft weiter. So wie die beiden Landwirte stellen viele hier die geplante Stromtrasse in Frage. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Lauchröden um 14 Uhr. Wie ihr wisst, findet dort ja eine Demo statt. Gut 2 Stunden Fahrt liegen vor ihnen. Auf 3.500 Demonstranten hoffen die Organisatoren. Wir müssen heute wachrütteln. Die Bürger müssen merken, dass sie diese Trassen bezahlen müssen. Die meisten hier sind für die Energiewende. Sie setzen aber auf dezentrale, nachhaltige Stromversorgung. Ausbau von Photovoltaik, von Windrädern, Biogasanlagen und auch Speichermöglichkeiten, damit man das Ganze regulieren kann. Allerdings, dass die Stromautobahn quer durch Deutschland gebaut wird, ist schon gesetzlich beschlossen. Aus Sicht des Netzbetreibers TenneT ist Südlink unproblematisch für die Landwirtschaft und notwendig für die Energiewende. Im Norden Deutschlands wird sehr viel Windenergie produziert, während im Süden von Deutschland ein Energiedefizit besteht. Das heißt, wir brauchen den Windstrom, der über Leitungen wie Südlink Richtung Süden transportiert wird. Nach Lauchröden in Thüringen sind Südlink-Gegner aus Hessen, Niedersachsen und Bayern gekommen. 2000 Demonstranten und damit weniger als erwartet. Es muss einfach noch mehr dafür gekämpft werden, dass diese Verhinderung und die Notwendigkeit der Verhinderung, wo ganz, ganz wichtig ist, in der breiten Bevölkerung noch mehr ankommt. Die Demo scheint die Berg-Rheinfelder zu motivieren. Schon am Mittwoch ist ihr nächstes Treffen im Kampf gegen Südlink geplant.